Guten Tag, hat er gesagt. Wir sind hier dabei noch mit unserem guten, geilen Schneemann oder Eismann. Ja, hier durchzufahren, oben bis zum Haus im Norden da zu gelangen, um die langen Stämme abzugeben. Es wird ja oben wieder im letzten, in den letzten paar Metern ein bisschen eher kritisch werden. Jetzt sind die allzu schwer, aber schon ein bisschen kritisch werden. Weil da einfach die Leistung fehlt, ne? Der zieht da dann irgendwann gar nicht mehr so nach oben. Da bräuchten wir einfach eine, ja, wie würde Sunny schreiben, eine richtige Höllenmaschine. Aber erstmal kämpfen wir uns hier durch den Sumpf. Die Quest müsste eigentlich die gleiche sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier dann einfach dann später mal zurückfahre. Dass ich dann mir bin hier mal so gucke. Oh, der war tiefer Matsch, ne? Aber ich glaube, wir kommen höher. Na, ja, wir schieben auf jeden Fall das ein bisschen vor uns. Ja, das sieht schon jetzt anders aus. Und das sieht erstmal anders aus. Ja, das sieht gut aus. Oder, ja, gestern haben wir gelernt, das heißt dann in der Welt a little bit besser. Aber ich glaube, wenn wir auf den Rückweg, also wir haben schon ein paar eigene Wörter so erfunden, ne? Also wir haben sowas wie Swexy, ne? Das heißt wirklich, das war textgemäß das, ja, nicht erotisch, aber schon so ein bisschen mit, ne? So, wenn uns angucken werden da unten, was wir da machen müssen. Wenn wir eh schon hier in der Nähe sind, sonst haben wir hier eben diesen, ja, nicht sehr schönen Weg jetzt gleich nach oben. Es wird wieder so ein bisschen schwierig, es wird uns ein wenig brechen, das Ganze. Haben wir zwar, weil Sven mal geschrieben hat, hier der Mastodon, der hatte hier echt Probleme, um hochzukommen, kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Also weißt du, Steine mögen ja die meisten gar nicht, ne? Aber das hier, dieser Kolossus Delos Mastodonos, da so eine Probleme haben sollte, kann ich mir kaum vorstellen. Aber wer weiß, ne? Wenn er jetzt hier mal gleich, jetzt fängt es hier nämlich auch schon an. Aber ich glaube, anders kannst du gar nicht machen, ne? Wenn sich das Tier jetzt nämlich alles so durchdreht oder so, kommt da gar nicht mehr vorwärts. Also wir haben hier noch einen Zweig, ne? Wir gucken mal, was wir vor uns haben. Ja, eigentlich gar nicht mehr so viel, ne? Was wir haben können. Können jetzt noch probieren, mit denen hier uns dahin zu ziehen. Ja, der hat jetzt nämlich hier rumschiebt. Oh ja, oh ja. Ja, gut. Mega glücklich. Haben wir natürlich auch ein bisschen was gelernt hier vom letzten Mal. Ist natürlich auch logisch. Ne? Geil. Und? Ja, 15.000. Also, es war hier schon, ist ja auch gut bezahlt. War ich schon hier ein ordentlicher Weg, ne? Ja, aber, ne? So, Chevrolet. Wo müssen wir den denn hinbringen? Auch zum Haus? Das kann ich mir vorstellen, indem wir das jetzt. Also, den müssen wir da einfach nur reinbumsen.
Pass mal auf. Wir machen das Ganze jetzt. Wir haben ja auch denn nicht mehr den Gewicht auf Deutsch. Das Gewicht. Das ist ja gar nicht mehr so. Ich wüsste auch gar nicht, der Weg hier hinten, ob der denn cooler gewesen wäre. Hier hinten geht es ja auch einmal runter. Und wahrscheinlich ist es dieser Weg hier. Aber nur wahrscheinlich. Ah, das könnte auch der Weg sein. Ja, durch die Steinklippenformationen und sowas, ne? Aber ja, ihr wisst da schon mal Bescheid. Also, ich finde, das haben wir schon relativ gut gemacht jetzt. Ne? Und ich glaube, wenn wir den jetzt hier einfach mit nach oben ziehen, dann haben wir schon mal. Wenn natürlich jetzt hier und da 80 Liter dann zurückfahren, dann haben wir irgendwas nicht richtig gemacht, weil das war dann einfach zu fett oder sowas. Ne? Wahrscheinlich wäre das auch für einen Six ein bisschen cooler gewesen, weil dann hätten wir den reparieren können. Ja, aber hinterher, ne? Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir das jetzt hier ja, nicht umkippen. Aber dass wir den jetzt hier einfach dann nach oben ziehen können. Wollte schon sagen, ey. Machen wir mal jetzt keine Angst. Machen wir mal jetzt Angst. Ja, das war ja fast zu erwarten eigentlich, dass man hier jetzt so ohne Gewicht anders runterfährt. Also doch denn mit denen. Boah. Also das habe ich mir jetzt auch wieder anders vorgestellt. Also der Plan ist gut, die Umsetzung war jetzt ja eigentlich relativ regelrecht sehr, sehr schlecht. Bei denen hier den Kran, den können wir erstmal runterballern, das macht gar keinen Sinn. Können wir schon mal verkaufen. Auch verkaufen. Den können wir abmontieren, auch verkaufen. Ich weiß gar nicht, warum wir denn so viele Reparaturwerkzeug. Also den haben wir ja dran. Ersatzrad da hinten. Das ist jetzt auch nicht so, sonst haben wir eigentlich gar keinen. Achso, den Kofferaufbau. Aber wenn wir den machen, dann schleudern wir ganz schön hin und her. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will so eigentlich durchfahren. Das ist natürlich das Problem, dass der vom Sinn her gar keinen Sinn macht. Weil ich bin ja. Ja, jetzt hätte ich die auch mitnehmen können. Ich hätte die gleich mitnehmen können. Da hätten die mich ein bisschen mehr stabilisiert. Runter muss ich ja so oder so. Ich hätte ja unten auch abkoppeln können. Ne? Ah ja, mal gucken jetzt, wie das läuft. Das war jetzt nicht der cleverste Schachzug, glaube ich. Nein. Was sitzt denn da in der Mitte eigentlich hier? Und das hier? Ein Getriebe oder? Und was sitzt da? Aber es sitzt so, dass man es leicht kaputt machen könnte. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Der Vorteil ist natürlich, dass wir hier relativ schnell schon da sind. Ich hier auch gar nicht so nur Angst haben muss, dass ich hier irgendwie hängen bleibe, umfalle oder sonst irgendwo. Er fährt ja einfach durch, er wird ein Sonntagsspaziergang. Also klar, hier muss er jetzt auch ein bisschen ackern. Am Ende bin ich mal gespannt, wie wir das denn rauskriegen. Ich ziehe den jetzt schon mal hin. Eigentlich müsste ich beide wegziehen. Ich müsste den ja nicht nur umdrehen, sondern beide denn so, ja. Also eigentlich voll der Schwachsinnsaktion von mir. Aber vielleicht können wir hier noch ein bisschen was retten, ne? Oh, der ist sogar noch gut.
Dann können wir ja ein bisschen nach links denn ziehen und dann kann der auch vorwärts dann ordentlich mit Gas geben. Ne? Oder ich fahre den einfach nach Hause. Oder ich fahre den einfach auf diese Metallfläche hier. Ja, das kommt. Wirst ja jetzt nicht das größte Problem haben, oder? Ich glaube, wenn ich den erst wegbringe. Ja, gut. Den Eismann, den muss ich erstmal auch wieder andersrum ziehen. Ne? Alles nur, weil ich hier wenden wollte. Und ich weiß, vorwärts geht's noch mal besser. Drum drehe ich jetzt hier den kleinen Chevrolet. Oh, guck mal, ich drehe ihn richtig unabsichtlich richtig gut. Genau. Und fahre ihn jetzt hier mit hoch. Und alles nur hoch. Weil ich hier fahre. Und das macht mir so mega Spaß. Und ich fahre hier den Berg noch entgegen, ja. Bis das Rad abfällt, anscheinend. Ich weiß nicht. Ich will jetzt hier, eigentlich wollte ich alles nur geradeaus hier. Ja. Wer, wenn der umgefallen ist, ne? Ich glaube nicht gerade. Oh Gott, ey. Ja. Also hier ist natürlich, wäre doch gut, wenn wir auch Tageslicht haben, ist klar. Der ist natürlich richtig müde irgendwie. Gesundheit, danke. Ich habe Eva jetzt mal für euch gesprochen. Ich hoffe schon, dass die meisten mir in so eine Gesundheit wünschen würden. Ne? Deswegen. So, jetzt hoffe ich einfach, dass ich den jetzt hier hinten wieder anmachen kann, ist natürlich auch ein ja für den Arsch, ne? Also ich sehe gleich hier mehrere Probleme. Also als erstes wird mir der Antarktik selber hier im Weg stehen. So ist es auch. Dann kriegt den natürlich auch nie gegriffen, weil das Spiel einfach das dann nicht haben möchte, da ich dahin ziele. Statt das bitte vom Bildschirm zu nehmen, ne? Ich verstehe das nicht. Ach komm mal, sag mir nicht, der ist so fett, ey. Wir werden jetzt einfach mal einen Anlauf machen. Naja, viel Anlauf haben wir hier nicht. Ne? Also ich glaube als erstes hier die Kiesi am meisten stören.
Müssen wir. Ah. Aber er will auch gar nicht hier so hoch, weil der Grip gar nicht da ist. Also das Grip-Niveau ist jetzt gleich 0. Er will hier einfach nicht sich selber hochziehen. Kannst natürlich bei den anderen Steinen hier mal probieren. Das sieht ein bisschen flacher aus hier vor uns. Naja, jetzt wird hier vorsichtig machen, ne? Nur ein bisschen vorsichtig. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir den umgedreht oder kriegen wir den nicht umgedreht? Also kriegen den wahrscheinlich mehr umgedreht als andersrum, ne? Du bist es ja eigentlich jetzt muss ich ja, also wieder, ich schaffe das jetzt hier zurück. Mal einfach den ganzen Weg zurück. Natürlich am meisten Sinn macht, ne, statt jetzt runter und zu wenden, wahrscheinlich hier oben denn, ne? Eine cleverere Wendung. Ja, so ist gut. Ja, so ist ganz normal. Cool. Okay. Gut. Das war ja schon mal besser. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier alles meine Glanzleistung ist, ne? Aber. Ja, das hätte auch schief gehen können, ne? Aber wir, ja doch, wir wursteln uns hier sehr, sehr durch. Wenn wir den erstmal weg haben, dann sieht die Welt auch anders aus. Ja. Er hat ja nicht die besten Reifen, aber. Oh doch. Sehr schön. Yeah. Ja, das war natürlich eine relativ kleine Aufgabe, ne? So, ich würde jetzt gerne den hier eigentlich so als Zug hier oben hinstellen. Wenn ich sagen kann, ich könnte den anartig hier so ein bisschen um die Kurve ziehen, wenn es klingt. Also, wir machen den hier erstmal Motor aus. Den hau ich einfach mal da. Weil er wird hier auf jeden Fall kippen. Ja, so viel zum. Ja,
Ach, so ein Schmutz. So viel zum Thema. Das hatten wir ein paar Mal. Ja, wenn man fährt, ist da immer die Handbremse an. Also ganz oft. Jetzt mache ich die Handbremse beim Six an. Und auf einmal ist sie weg, ne? Billiger Schwachsinn. Also irgendwie sollte man sich denn da auch so einigen. Aber nicht mit Handbremse angezogen. Also jeder, der dazu sagt, das ist eine reine Einbildung. Na, ich dachte, ich kann jetzt hier den Easy locker hochziehen, aber na, Pustekuchen. Dann hätte ich den lieber so quer gestellt, ne? Weil dann so Querlast dann natürlich ein bisschen was anderes gewesen wäre, ne? Gudi. Handbremse angezogen. Bringt nichts, aber ist angezogen. Ach, lecker mio. Ich gehe jetzt schlafen. Weil das macht für mich gerade hier ja keinen Sinn. Also, weil da ist ich gehe schlafen. Ich werde einfach nur. Ach, come on. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.